Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2021 des unrasierten Apostels der Liebe. Heute öffne ich mit euch das achte Hoffnungstürchen. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe Zahlen. It's a Mickey thing. Die Zahl 8 ist eine fantastische Zahl. Es ist die Zahl des glücklichen Neubeginns, des Neuanfangs. Acht Menschen wurden vor der Sintflut auf der Arche gerettet. Es ist eine Zahl, die großartige Bedeutungen hat. Zum Beispiel im DFB-Fußballregelwerk ist die Regel Nummer 8 die Regel des Anstoßes. Da wird also ein neues Spiel angestoßen. Und dann gibt es noch viele andere wunderbare Dinge über die 8 zu sagen. Zum Beispiel, dass eben Odins Pferd Sleipnir 8 Beine gehabt haben soll und alle Spinnen haben 8 Beine und viele tolle Sachen noch mehr. Dieses Jahr lese ich im literarischen Adventskalender ja aus der YouVersion Bible App vor, aus verschiedenen Bibelleseplänen, Andachten und dazugehörige Bibelstellen. Und weil es heute der achte Tag ist, das achte Türchen, das Türchen des Neubeginns, will ich noch einmal lesen, wie alles begann. Aus Jesaja 9, Vers 1 bis 2. Das Volk, zu dem Jesaja diese Botschaft, die er von Gott empfindet, ausrichtet, ist in einer prekären Lage. Es geht ihnen nicht so gut. Im Grunde genommen könnten sie es auch heute sein, könnten es auch wir heute sein. Und Jesaja betet für das Land, betet für sein Volk, für seine Mitmenschen. Und dann empfindet er, dass Gott ihnen etwas Positives sagen möchte. Und das richtet er ihnen aus seinem Herzen aus. Und dann sagt er: Ich glaube, dass Gott euch uns sagen möchte, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Und du kannst dafür deine Kultur, deine Subkultur, dein Land, dein Dorf, dein was auch immer einsetzen. Deine Schule, deine Klasse, deine Klassengemeinschaft, deine Firma, dein Arbeitsteam und schenkst ihnen überströmende Freude. Gott wird das wieder groß machen und euch überströmende Freude schenken. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. Das ist also die Hoffnungsbotschaft, die sich in der Geburt Jesu erfüllt, was wir an Weihnachten feiern, auch wenn er da jetzt nicht direkt geboren worden ist, aber wir haben diesen Termin ausgewählt, um eben diese Erfüllung der Hoffnungsbotschaft, dass die Menschen, die in Finsternis sitzen, die sich in der Dunkelheit empfinden, dass die ein großes Licht sehen. In der Dunkelheit ist Jesus unser heller Schein. Er schenkt uns eine übernatürliche Freude, die unabhängig von unseren Umständen ist. Diese Freude beginnt aber nicht mit einem Gefühl, sondern mit der Entscheidung, Jesus zu vertrauen und seine Liebe und Gnade anzunehmen. Dann darf diese Freude oder kann diese Freude auch aus dir herausstrahlen und das Leben deiner Familie, deiner Freunde und deiner Arbeitskollegen erhellen. Lass gerade jetzt in der Adventszeit diese übernatürliche Freude für andere strahlen. Also überleg dir mal, wie kannst du heute ganz praktisch Jesu übernatürliche Freude weitergeben, wenn du jetzt gleich aus dem Haus gehst oder wenn du das Video beendest und aus dem Zimmer oder wo auch immer du es gerade gehört hast, herausgehst und begegnest den ersten Menschen. Wie kannst du diesen Menschen die übernatürliche
von Gott, die übernatürliche Freude dieser Hoffnung, dass in der Dunkelheit ein helles Licht aufstrahlt. Wie kannst du das weitergeben? Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß heute und freue mich drauf, wenn wir morgen gemeinsam das nächste Hoffnungstürchen öffnen werden. Bis dann.